So, grüß euch Leute. Ich habe nur circa 1,5 Stunden Zeit. Ich muss dann leider in die Arbeit. Aber ich habe mir gedacht, nachdem ich ja gestern angekündigt habe, dass es jetzt ein bisschen weniger werden wird, versuche ich mal, ob ich die Zeit irgendwie anders kompensieren kann. Jo. Ich würde sagen, ich lege gleich los, weil, wie gesagt, nicht viel Zeit. So, wir waren ja letztes Mal hier im Feuertempel, also im Vulkan. Was ist das eigentlich für eine Ortschaft? Ich weiß noch, da oben hat es ja ein paar Zauber gegeben, da war aber Level 7 Feuer, Magie-Level. Habe ich noch nicht, gut. Okay. Was ist das für ein Örtchen? Ah, da kann ich natürlich nicht landen. Wo kann ich denn da landen? Okay, ich werde wahrscheinlich erst später dorthin müssen. Aber hier hat es ja noch ein paar Zauber gegeben. Na, wie gesagt, Level 7. Kann ich dabei noch nicht. Da haben wir schon Level 8, ja. Okay. Eigentlich könnte ich auch schlafen gehen. Wenn ich schon mal hier bin. Genau, da war ja noch das Ruby Armlet. Ich brauche 50.000. 50.000 muss man aufheben. So, den Rest verkaufen wir mal. Flammen und Eisschwert, ich glaube, das lassen wir noch kurz. Healing Stuff nehmen wir auf jeden Fall auf. Silver Armlet kann weg. Metril Schild. Dass man in der Truhe so schwache Rüstung findet, so spät im Spiel, finde ich komisch. Naja, das sehen wir auch noch auf. So. Wo muss man jetzt hin? Mal wieder nirgends landen. Und
Desert Beretta, okay. Wir probieren es mal mit die zwei. Der hat gute Verteidigung. Was, nur ein Gil? Das ist ja Witz. Sabertooth, okay. Okay, der holt nicht viel aus. Aber sie teilen gut aus. Ne, wie ich fahren, okay. Überlebt nicht einmal. Hey, Weihnachtsengel. Ich krieg schon wieder keine Alarme rein. Geht mal im Nerv. So, was haben wir hier? Schauen wir da mal kurz rein. Da werden wir wieder aufrüsten. Das ist ja, da hätten wir Goldnidel. Gut, das ist eine Kirche. Level 7. Aber kann man jetzt eh nicht leisten, ich muss mal Kohle sparen. Gut, Black Magic findet man hier sowieso nichts. Wo sind denn... Was ist das in? Mich nervt das, dass die da im Weg rumrennen. Okay, ich glaube, in den alten Versionen sagt sie euch, dass man Oxel braucht. Und ums Oxel kümmern wir uns doch nachher. Aber jetzt suche ich erst einmal. Haben die keinen Rüstungsshop? Jetzt muss ich mal die Map da aufmachen. Tatsächlich, da gibt es keinen Rüstungsshop. Okay.
Okay. Dann auf zum Wasserfall. Mein kleiner Knight hat ganz schön rein. Wasserfall. Na gut, dass ich noch ein paar Zelte habe. Levelaufstieg, juhu. Ach. Zelt oder Cottage? Zelt sollte reichen. Das reicht. So. Da gibt es nur einen Raum, zu dem wir müssen. Aber der Weg dorthin wird beschwerlich sein. Ach, das ist nicht gut. Alter, Haste. Was geht denn mit dir? Ja, da werden wir ein bisschen was Härteres auffahren müssen. Die können vergiften auch noch. Schmarren. Okay, ich habe mir eigentlich mehr Schaden erhofft. Das bringt dann genau gar nichts. So. Die Vergiftung einmal heilen. Leider machst du bis zum Weg. So.
Ich glaube nicht, dass wir den Wassertempel heute noch schaffen werden. Normalerweise wieder hin. Na gut, zweite Runde. So, da kommt jetzt gleich wieder ein Mini-Boss-Kampf. Sehr schön, wenn der Gegner nicht zum Zug kommt. Ach du grüne Neune. Ich hoffe, dass der kleine Schwarzmagier drankommt, bevor irgendeiner versteinert ist. Sehr gut. So. Oh, Rim, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das kriegt sie gleich einmal. Sie kann dadurch niemals versteinert oder vergiftet oder sonst was werden. Oha. Da kannst du sogar einen Power Star verwenden, okay. Ah, Defender. Wir haben den Warp Cube, sehr gut. So, da wir nicht. Okay. Da ich keinen Bock habe, nochmal gegen diese Kokotrices zu kämpfen, teleportieren wir uns einfach mal kurz raus. So. Da geht ein bisschen ein Warp-Spell ab. So, jetzt brauchen wir noch das Oxy-Ale. Dafür brauchen wir. Die Wüstenkarawane, genau.
Ach, jetzt habe ich gar nicht aufpasst, was ich drückt habe. Wurscht. Ich meine, es ist kein Gegner für mich, aber es ist halt eine Runde mehr jetzt. So, ich muss zu meinem Luftschiff. Wo steht denn das nochmal? Der Defender ist echt nicht schlecht. So, Wüste. Was ist die Wüste? Ich kann da nirgends landen. Müssen mal drüber latschen. Ja, du kannst leider nur an bestimmten Punkten landen. Dass es ja nicht zu einfach wird. Alter, der haut sogar bei meinem Knight ordentlich rein. Und da gibt nur ein Kill her, das ist echt Hammer. So, wir müssen darüber. Achso, ich wollte eigentlich mal googeln, was mit dem Cape-Typen. Ach. Was es mit dem Cape-Typen auf sich hat. Sag mal, wo ist denn der blöde Brunnen jetzt? Also, der war da ganz oben, glaube ich. Das war's genau.
Zu viele Bäume, ja. Status. Ah, immer noch Level 6. Ach. Ah, ja, wobei. Gehen wir hier gleich pennen. Sind ja nur 500, ne? Ob es nicht ein besseres Platz halt zum Landen gibt, aber das schaut schlecht aus. Nee, da müssen wir leider. Ganzen Weg wieder gehen. Ja, das du hast da neben den Namen hast Zahlen stehen. Das sind die Lebenspunkte und die Magiepunkte. Und wenn du schlafen gehst, bist du wieder komplett aufgefrischt. Vollkommen geheilt, hast wieder volle Magiepunkte. Oh, Level bestiegen. Er wäre so angepisst gewesen, wenn ich jetzt Level 7 gehabt hätte. Jetzt will ich mal kurz was ausprobieren. Na, das geht scheinbar nur, wenn es nicht ausgerüstet ist, okay. Dann lassen wir das dabei. Ach, nicht euer Ernst, ey. So. Ich muss jetzt leider nochmal schlafen gehen. Bevor wir uns. Ja, das ist ja richtig billig. Bevor wir uns zu
zu dem versunkenen Schrein begeben. Mal schauen, wie viel Zeit haben wir noch, circa Stunde. Ach, jetzt ist mir der da wieder im Weg. Ab ins U-Boot. Blub, blub, blub. Oh, das ist ja richtig schön. So, da wollen wir speichern. Ich finde das witzig, den Erdkristall haben wir zuerst gemacht. Also den muss man auch zuerst machen. Steht da aber an zweiter Stelle. Wir sind. Ich glaube, wir sind im dritten. Auf der dritten Ebene. Ja, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, kommt der Gegner? Oh, ich glaube schon. Okidoki. Sea Snake. Aber ja, haben wir von Tage, wir haben mehr genug Äther. Wichtig ist nur, dass die mich nicht vergiften. Das Gute ist, hier kann ich ordentlich Blitze fliegen lassen. Oha. Ich hätte mir gedacht, der hält mehr aus. Was? War ja klar. Hört auf meinen Mage loszugehen. Spart ein bisschen Zeit. Nicht gerade der beste Healer, aber es reicht. Egal. Nur nicht vergiften, das ist wichtig.
Ah, viel zu viele Gegner. Es geht nur um Nerv. Und dann ist auch noch ein Überraschungsangriff. Das liebe ich ja besonders. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da muss man sich mal zurechtfinden. Gehen wir mal los. Mit den Nerven, ey. Ich liebe es. Was? Das hat er überlebt. Also kann er nicht gleich so reinhauen. Diamantenrüstung, okay. Na dann. So, ich hoffe, jetzt macht er mir aber gleich mehr. Na bitte. Geht doch, wenn man nur will. Ach Monk, ist das jetzt ein Ernst? Super, laut machen wir mal. Sicher.
Okay, doch. Geht doch, wenn man will. Ach, dieser blöde Bruch da jetzt. Wir sind im Wasser und er kann nicht über diesen kleinen Bruch drüber schwimmen. Ach, und wegen 20 Kill bin ich da jetzt hergegangen. Der Welt geht's ganz gut ohne Magie. 666 Gil habe ich gerade gekriegt. Meine Lieblingszahl. So, nächste Truhe. Oha. Eine Lichtaxt, okay. Die heben uns auf für untote Gegner. Und da haben wir auch schon welche. Kann die jeder benutzen oder? Ne. Ja, aber fast auch, dass das zu wenig ist. Okay, dann doch auf die normale Tour. Da nehme ich jetzt schon längst zwei weg. Alter Schwede, wie die reinhauen. Mage's Staff, okay. Okay, wir haben einen Stab, der Vierer zaubern kann. Im Prinzip ist es wurscht, wie wir gehen. Okay. Da muss sie jetzt einmal herhalten. Dein Ernst? Uiuiui. Uiuiui. Eieiei, das war knapp. Ernsthaft, Leute, zwei Schritte?
Ach, süß. Ja, das ist schon weniger süß. Kohle. Okay. Ja, und der Wandmauerband. Ach. Ich weiß jetzt nicht, ob man eine von diesen Meerjungfrauen den Rosetta Stone geben. Ich glaube, hier kommen keine Gegner. Was eh ganz gut ist. In der einen Truhe 10 Gil, in der anderen 10.000. Okay, und damit wir zu der anderen Truhe kommen, müssen wir da lang. Naja, da haben wir den Rosetta Stone. So. Okay, macht keinen Unterschied, dann lassen wir das.
So. Einmal raus hier. Bitte. Danke. Einmal schlafen gehen. Wer war der Typ in der Kutte? Das muss ich auch noch rausfinden. Also ich glaube, den Schrein werden wir heute noch schaffen. Oha. Immer noch Level 6, das gibt's ja nicht. Welches Level brauche ich, dass ich Level 7 bin? Und dann kommt noch hinzu, da unten, so wie es ausschaut. Dann gibt es da eh nichts zum Holen. Ach, zwei von denen. Schau ein bisschen aus wie ein Geist. Ich schimmer du. Ah ja. Was macht mein kleiner Black Mage?
Oha, gleich drei von denen. Oh, wow, 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 wow. Lasst sie leben. Okay, das gefällt mir jetzt gar nicht. Versteht's euch. Gut gekommen. Es Krippelfiecher, es gibt's ja nicht. So, den Wächtern erfolgreich ausgewichen. Aber von den Dingen können wir nicht wirklich was gebrauchen. Schon wieder. Magic oder nicht Magic? Nein, wir verteidigen. Bist du gelähmt, Alter? 130, nicht schlecht. Okay, der hat zwei Wächter, einmal links und einmal vorne.
so klar. Nochmal eine Lichtaxt? Okay. Höchst interessant. Vier Truhen haben wir noch. Das hasse ich am meisten, wenn sie sowas machen. Okay, mein Black Wizard hat bald keine Magiepunkte mehr. Das heißt, da werden wir jetzt dann gleich einmal auffrischen müssen. So, da muss ich aufpassen. Ich weiß nicht genau, wo da der Wächter ist. Oh, sehr schön. Da haben wir schon zwei. Zwei wären schön, wenn ich noch finden würde. Ach, Kopf drauf. Einfach reinrotzen, was wir haben. So habe ich das aber eigentlich gerade nicht gemeint. Aber wurscht. Soll mir auch recht sein. Verschwendung, aber wurscht. So. Ach, geht's mir nicht am Nerv. Endlich haben wir Magic Level 7, sehr gut. So, gleich sind wir durch.
So, nochmal kurz auffrischen. Ich glaube zwar nicht, dass es für ihn brauchen wird, aber wurscht. Und der Kraken. So, was machen wir? Attack, Attack. Protera kann sicher nicht schaden. Ja, kann sicher nicht schaden. Ich weiß gar nicht, wird Eismagie einsetzen? Wir nutzen es mal sicherheitshalber. Oh, das sorgt dafür, dass sie erblinden. Nicht nett. Aber auch dagegen haben muss. Ach, dein Ernst jetzt? Na bitte, hätten wir das auch erledigt. So, und raus mit uns.
So. Nicht raus hier. Null Def brauchen wir nicht. Und die Level 7 Spells brauchen wir auch nicht. Wo waren das? Ich glaube Gaia. In Gaia haben wir die Level 7 Zauber gehabt. Die wir uns jetzt noch gar holen und dann werde ich schon langsam Schluss machen für heute. Zwei Schritte vom Luftschiff, wie ich das liebe. Ach ja. So, Gaia, wo warst du? Warum? So, jetzt wird schon langsam interessant. Aber Level 8 kann ich immer noch nicht machen. Das muss noch warten. Thank you.
waren da jetzt nochmal? Ja, der leuchtet ja eh schon längst. Aber was tust du? Ja klar, innerhalb von 20 Sekunden, 10 Sekunden lernst du eine komplette Sprache. Naja. War da nicht hier eh irgendwo einer, der was kryptisch gesprochen hat? Kann mich nicht mehr erinnern. Aber egal, egal, egal. So, wir werden hier speichern. Und dann werden wir uns so langsam verabschieden. Ja. Okay, Leute, hat mich gefreut. Ich muss jetzt leider in die Arbeit. Habe ich voll keinen Bock, aber es muss sein. Wir sehen uns irgendwann nächste Woche hoffentlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.